Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute werden wir mal ein bisschen Fantasy-Bild machen. Und zwar werden wir versuchen, das hier, das habe ich jetzt schon mal gemacht, nachzubauen. Relativ schnell und relativ simpel. So, die Ausgangsbilder über Freistellen habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ein Haus freigestellt, ein Fels freigestellt, ein Himmel, noch ein Himmel. Und eine Berggruppe. So, als erstes, was wir machen, diese Berggruppe duplizieren wir uns einmal, schalten die untere Ebene aus. So, und jetzt zeige ich euch mal was. Und zwar gehen wir hier auf unser Zuschneidenwerkzeug. Und was wir jetzt mit diesem Zuschneidewerkzeug machen können, ist, wir markieren hier erstmal unser Bild. So, normalerweise, wenn ich jetzt auf Enter drücken würde, würde es hier dieses Teil, ich zeige es euch mal, zack. Aber das wollen wir nicht. STRGZ. Nochmal auf Zuschneiden. So, und jetzt gehen wir hier oben auf Vergrößern zulassen. Machen das Bild mal ein bisschen kleiner. Und ziehen uns die Sache nach oben. Bestätigen mit Enter. Und schon haben wir unsere Leinwand vergrößert. Rechte Maustaste, eben auf Bildgröße. So, was setzen wir uns als nächstes rein? Als nächstes setzen wir uns den Himmel rein. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir setzen uns als erstes diesen Himmel hier rein. Wo haben wir es hier? Zack. Dauert ein bisschen. Gehen wir nach oben. Und als nächstes setzen wir uns diesen Himmel rein. Oh, braucht auch ein bisschen. Ich arbeite mit der Originalgröße. So, nun Modus überlagern. Ich zeige euch mal, was dabei rausgekommen ist. Wir haben mehr Struktur in den Wolken drin. So, nun nehmen wir die Bergebene, wo wir vergrößert haben, setzen diese nach oben und schon haben wir ein schön ausgeschnittenes Bild. Diese Ebene, rechte Maustaste nach unten vereinen, rechte Maustaste eben auf Bildgröße. So, nur noch zwei Bilder. Berg, beschriften, Himmel. Oh. Nun wollen wir die Berggruppe ein bisschen dunkler machen. Dazu gehen wir auf Markieren diese Berggruppe. Gehen auf Farben, Werte, absoluter Schwarzwert ein bisschen nach unten. Und diesen mittleren Regler hier ziehen wir auch ein bisschen nach zur hellen. Und ihr seht, es wird dunkler. Okay. Nun wollen wir das ganze Bild, machen wir ein bisschen größer, nun wollen wir das ganze Bild vielleicht ein bisschen einfärben. Dazu können wir jetzt eins machen. Nein, das machen wir zum Schluss. So. Grundvoraussetzung stimmt schon mal. Wir haben hier einen Blitz. Die Sonne strahlt auch. Oder der Blitz, der helle Blitz, bestrahlt mir hier soweit alles. Was wir jetzt noch hier oben haben, wir haben hier einen Baum. Der ist abgeschnitten, weil wir ja vergrößert haben. Machen wir jetzt relativ einfach. Wir nehmen unser Radiererwerkzeug. Nehmen uns einen Pinsel, der ein bisschen grobkörnig ist. Ich habe natürlich einige Pinsel hier drin. Ihr seht, dass ihr es mal seht. Ich habe hier einige Pinsel drin. Und ich nehme mir hier mal, welchen nehme ich mir? Ich nehme mir hier mal so einen normalen. Ist das hier? Diesen können wir nehmen. Okay. Radierer. Und machen hier einfach ein paar Sachen rein und schon sieht der Baum aus, als ob er normal gewachsen wäre. Dann kann man natürlich auch mit so ziemlich anderen machen. Wir haben hier noch, was sind die originalen Sparkles und so weiter. Kann man da gut damit arbeiten. So, nächste Sache, wir nehmen unseren Felsen, diesen hier, und ziehen uns in unsere Ebene rein. So. Ihr seht, beim Freistellen habe ich hier nicht hundertprozentig sauber gearbeitet. Das sieht man jetzt, ist aber kein Problem. Ich nehme hier mein nach Farben auswählen Werkzeug.
Gehen wir wieder auf meine Werkzeugeinstellung. Klicke hier einmal rein und ihr seht, hat es mir markiert. Auf Entfernen. Weg ist der Kladderadatsch. Ah, Auswahl nichts. Da haben wir noch was. Entfernen. Auswahl nichts. Soweit sauber. Okay. Jetzt, was machen wir als nächstes? Wir haben unseren Felsen. Wir haben hier den Blitz. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen mit der Beleuchtung oder mit dem Licht und Schatten auseinandersetzen. Ich schreibe mein Bild. Fels. Ja. Rechte Maustaste, den Fels duplizieren. Rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha. Nun nehmen wir hier unseren Farb und geben ein 7F, 7F, 7F sollte der absolute Grauwert sein und ziehen diesen in unsere Auswahl. Klicken auf Modus, überlagern. Und was wir jetzt machen können, wir arbeiten jetzt hier unten nur mit der Farbe. Wir gehen wieder auf die Originalfarben, Schwarz und Weiß. Wenn ich jetzt hier mit Schwarz drüber male, wird es dunkler, also sprich meine Schatten werden betont oder mein Dunkles, es wird halt abgedunkelt und mein Helles wird natürlich dann mit Weiß erhellt. So, Weichenpinsel, wir arbeiten mit wenig Druck und wenig Härte und fahren hier, das war sogar ein bisschen zu viel, wir gehen noch ein bisschen weiter runter. So, und jetzt arbeiten wir hier. Wichtig auf dieser Felskopieebene mit dem Auswahl arbeiten wir jetzt hier nach unten und bleiben auf dieser Ebene und machen uns hier die Seite, wo abgewandt ist vom Licht, dunkler. Jetzt gehen wir auf die weiße Farbe und jetzt, was natürlich mehr in den Vordergrund tritt, wird hier unser Grün sein, dazu machen wir es jetzt ein bisschen kleiner. So, und auch hier werden wir nur leicht drüber gehen. Und ihr seht selber, es hält auf. So. Hier noch ein bisschen. Insgesamt werden wir dann noch den Felsen hier oben ein bisschen aufhellen. Deswegen mit weich, ganz weichen Pinsel und ganz, ganz wenig Härte und mit ganz, ganz wenig Druck. So, jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Auswahl nichts. Normal, jetzt. Und wir bleiben trotzdem noch auf der Felsebene. Jetzt können wir. War die falsche Farbe. Jetzt können wir noch ein bisschen nacharbeiten, um noch mehr die. Ihr seht, deswegen habe ich vorhin Auswahl aus Alpha genommen, weil durch das Freistellen sie ist mir hier noch ein Rand und der ist natürlich da mit drin. So. Kleiner. So, machen wir hier dunkel. Wir haben hier noch eine Feldspalte, die dunkeln wir auch ein bisschen nach. Hier die Kante können wir dunkler machen. Hier unten können wir noch dunkler machen. Das hier ist alles abgewandt von der Lichtseite. Hier noch ein bisschen dunkler. Hier noch ein bisschen dunkler. Hier oben kommt natürlich noch ein bisschen was Helles hin. So. Wir könnten uns jetzt natürlich hier noch stundenlang damit beschäftigen. Aber wir lassen es jetzt mal so sein. Ja, hier noch mal dunkel, dass ihr es seht. Kleiner. Machen wir aus, machen wir an.
Struktur drin. Gut, als nächstes werden wir unser Häuschen hier holen. Dieses. Und ziehen dieses natürlich auch wieder hier rein, weil wir möchten das Häuschen ja hier oben drauf haben. Natürlich viel zu groß, das heißt, wir skalieren unser Häuschen runter auf die richtige Größe. Wenn es nicht gleich passen sollte, kein Problem. Wir können noch mal nachskalieren. So, ziehen das, beschreiben wir erstmal wieder Haus. Ziehen das Haus unter den Fels und sehen immer noch ein bisschen zu groß, also skalieren wir weiter. Richten es aus. Okay. So. Nun werden wir hier noch zwei Sachen wegmachen, und zwar diesen hinteren Baum, der gefällt mir nicht, und der hier gefällt mir nicht. Also Lasso, Ecke, Ecke, rüber, rüber. Markiert, entfernen. Und auch hier gehen wir auf Ecke, Ecke. Entfernen. Ah, steht frei. Und nun müssen wir auch bei dem Haus eins machen. Und zwar, wir müssen auch hier wieder Licht kommt hier rüber. Schatten. Müssen wir auch wieder hier mit Licht und Schatten arbeiten. So, deswegen hier drauf. Kopieren. Rechte Maustaste, Auswahl aus Alpha. Wir gehen hierher, nehmen unsere Farbe. Wo war es? 7F, 7F, 7F. Gar nicht mehr da. Nee, also 7F, 7F, 7F. Okay. Ziehen uns das hier rein. Die Hauskopie auf überlagern. Und auch jetzt machen wir wieder Farbe Original Schwarz-Weiß. Pinsel, weicher Pinsel, wenig Härte, wenig Druck, Größe. Und markieren hier unsere Schattenseiten. Auch hier ist dunkel, weil hier kommt ja der Schatten vom Haus her. Hier unten drunter natürlich Schatten, Fenster, Dachvorsprung machen wir ein bisschen größer, kleiner. So. Machen das hier natürlich noch ein bisschen. So. Als Dipfelschisser könnten wir jetzt noch da hinten das hier noch ein bisschen nachdunkeln. Und hier. Und hier. Ah, und dasselbe Spiel machen wir jetzt mit Weiß. Größe. Lichteinstrahl. Jetzt ziehen wir von vorne nach hinten. Sorry. Farbwechsel. Jetzt ziehen wir von vorne nach hinten. Und auch hier von vorne nach hinten. Ja. Hier noch ein bisschen. Und hier kann man noch ein bisschen die Lichtkante reinbringen. So. Schauen wir uns an. Vorher, hinterher. Okay. So. Nun rechte Maustaste nach unten vereinen. So, und jetzt gehen wir hin und schärfen uns unser Haus, indem wir hier das Haus angeklickt lassen. Filter. So, verbessern. Unscharf maskieren. Wir lassen es hier auf den Standardeinstellungen auf OK. Und das Haus ist wieder scharf. So, Auswahl nichts. Nochmal Filter. Verbessern. Unscharf maskieren. Okay. So.
Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes werden wir hingehen und werden uns hier in dieses Haus noch ein Licht in die Fenster reinbauen. Dazu gehen wir auf die obere, erstellen uns eine, erstmal hier Rechtsklick, Ebene auf Bildgröße, neue transparente Ebene erstellen. So, nun arbeiten wir mit dem Laserwerkzeug. Ganz einfach. Wir machen hier unser Fenster. Einmal, ihr braucht hier nicht hundertprozentig sauber arbeiten. Ich zeige euch auch gleich warum. Dann haben wir hier Farbe, habe ich ein helles Gelb genommen. Ziehe es mir hier rein. Auswahl nichts. Dasselbe Spiel hier unten. Lasso. Zack, 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 zack. Farbe hier reingezogen. Gut. Als nächstes werden wir hier Auswahl nichts. Diese Ebene mit Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner auf circa, ja, so 9, 8, ja, eher 9, 10 machen und schon haben wir hier einen Lichtschein drin. So, die ganze Sache können wir jetzt natürlich nach unten vereinen. Erstmal die Ebenen nach unten vereinen. Wir haben nur noch einen Fels, Haus, Haus allein, Berg, Himmel. So, dann können wir den Berg und den Himmel vereinen. So, Fels und Haus vereinen. Wenn wir damit zufrieden sind. Und Haus und Himmel nach unten vereinen. So, jetzt haben wir nur noch zwei Ebenen. Einmal Haus. Und einmal das Licht. Dieses gehen wir jetzt hin unter Farben, Helligkeit, ein bisschen die Helligkeit nach unten, auf OK. So, diese Ebene lassen wir so, können aber noch mit der Deckkraft, ne, lassen wir die Deckkraft so. So, wenn wir jetzt natürlich jetzt noch wollen, können wir noch ein paar Wolken reinsetzen. Dazu gehe ich hier hin, neue Ebene, transparent. Nehmen wir mein Pinselwerkzeug. Die Wolken habe ich mir von DeviantArt runtergeladen. So, wichtig ist hier, wir gehen auf Druck, ziemlich weit nach oben. Farben, schwarz-weiß, weiß. Größe. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, andere Wolken. Die gefallen mir nicht. Noch die hier. Warte mal gerade. Nehmen wir noch die hier. Schön, die machen wir noch ein bisschen größer. Ha? Und diese Ebene können wir natürlich auch noch ein bisschen die Helligkeit nach unten nehmen. Gut. Last but not least, rechte Maustaste, neu aus sichtbar. Dieses stellen wir ganz nach oben. Und jetzt arbeiten wir wieder mit unserem Lieblingsfilter, JMAG. Und zwar hier unter Color Grading. Zeige ich das mal auf Zurücksetzen, so ist es normal. Dazu gehen wir hier ein bisschen kalt, den HDR-Effekt, so wie ihr möchtet. So, auf 0,30 ist gut. Die Shadows könnt ihr, also die Schatten könnt ihr jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten. Die Highlights. Ihr seht selber, das ist jetzt hier eine Spielerei, was ihr damit machen könnt. Schwarz passiert, das absolute Schwarz wird jetzt noch verstärkt. So, Kontrast, Gamma. Gamma ist der Mittelwert von sämtlichen Farben. So, auf OK. Ihr seht,
Es arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und schon hat dir ein Fantasy-Bild selber mit GIMP und JMIC hergestellt. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Bis dahin, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weiterhelfen können. Tschüssi, bye bye, euer Rolf.